Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe hin und wieder so das Gefühl, dass die Ampelregierung alles das tut, damit sie bei der nächsten Bundestagswahl bloß nicht wieder an die Macht kommt. Man hat wirklich hin und wieder so den Gedankenblitz, dass die Herrschaften nicht wirklich mehr Lust auf ihre Arbeit tun, vor allen Dingen auf ihre Verantwortung haben. Diesen Eindruck konnte man nun auch hier am Wochenende gewinnen. Denn wie ihr wisst, es gab hier den Bund-Länder-Gipfel mit Olaf Scholz und den Vertretern der einzelnen Länder, also mit den entsprechenden Ministerpräsidenten. Und das Thema war natürlich hier Abschiebung. Denn Olaf Scholz hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass er nun jetzt endlich wirklich im großen Stil abschieben wolle. Aber ich hatte schon damals in einem meiner Videos gesagt, höchstwahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Nicht nur, weil er selbst so ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht ganz tough so daherkommt in dieser Frage der Asylpolitik, sondern auch im Hinblick auf seine Koalitionspartner und hier allen voran die Grünen. Denn das ganze Thema des sogenannten Asylverfahrens in Drittstaaten, das wird dann nochmal ein bisschen verschoben. In welche Zeit? Naja, in den Dezember. Also genau dann, wenn wir alle mehr oder weniger schon so in Weihnachtsstimmung und in entsprechenden Vorbereitungen sind und höchstwahrscheinlich gar kein Interesse mehr daran haben. Was es damit auf sich hat, weshalb das Asylverfahren in Drittstaaten, zumindest hier in Deutschland, scheinbar immer noch keine Struktur annehmen kann, das schauen wir uns mal etwas genauer an. Herzlich willkommen bei Warum Unkritisch. Mein Name ist Lil. Ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Und falls ihr das noch nicht getan habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Das wäre natürlich richtig klasse. Ja, in dieser Woche trafen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Olaf Scholz. Und es ging natürlich um das ganze Thema der Abschiebung. Also es gab im Grunde genommen überhaupt gar kein Ereignis. Wie denn auch? Das ist ja so richtig klasse hier bei dieser Regierung. Man hangelt sich von Termin zu Termin, von Modell zu Modell und muss dann nochmal beraten und muss dann nochmal Experten befragen. Und wir Bürger, wir warten letztendlich darauf, dass endlich mal sozusagen der Sack zugemacht wird und es hier konkrete Entscheidungen und dementsprechend anschließende konkrete Maßnahmen gibt. Aber wir sind ja nicht in einem Wirtschaftsunternehmen, nicht wahr? Wir sind schließlich bei der Regierung und Politiker haben Zeit, sehr viel Zeit, zumindest 4 Jahre lang, ne? Und man hat wirklich das Gefühl, dass Olaf Scholz bei dem ganzen Thema doch sehr halbherzig ist. Denn er sagte, er geht davon aus, dass auf welches Modell man auch immer sich einigen würde, es würde höchstwahrscheinlich die Zahl der abzuschiebenden Personen lediglich um wenige tausend Personen hier zunehmen können. Mehr sei wohl nicht drin. Also die Hoffnung auf massenhafte, berechtigte Abschiebung, zum Beispiel auch von Schwerstkriminellen, das wird wahrscheinlich nichts, ne? Jedenfalls hat man sich geeinigt, am 12. Dezember trifft man sich dann nochmal und bis dahin soll ein Modell vorgelegt werden, ein erster Entwurf. Und über diesen Entwurf wird dann natürlich wieder beraten, etc. pp. Das Ganze wird sich hinziehen. Denn die SPD weiß ganz genau, ihr Koalitionspartner, die Grünen, gehen absolut nicht mit. Also, das hatte ich auch schon mehrmals, glaube ich, erwähnt in irgendeinem Video. Du kannst mit den Grünen über Asylverfahren, Abschiebung in Drittstaaten nicht debattieren. Ricarda Lang gab am Freitagnachmittag ein entsprechendes Statement und sie sagt, Asylverfahren in Drittstaaten ist menschenrechtlich nicht machbar, rechtlich nicht machbar und rein praktisch auch kaum durchführbar. Mit anderen Worten, lass das Thema ruhen. Wir müssen irgendwie klarkommen mit den Herrschaften. Es wird ja immer wieder behauptet, dass die Fachkräfte, die wir benötigen, dass die halt eben aus Asylanten bestehen könnte. Das ist soweit ja auch ganz richtig. Aber es gibt natürlich auch einen gewissen Prozentsatz, der hier sich nicht integriert. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und die tatsächlich hier schwerste Verbrechen begehen, insbesondere an Frauen, weil das Frauenbild in deren Kulturen ein völlig anderes ist. Und jede Frau, die sie als Hure oder als Freiwild bezeichnen, hat es auch in deren Augen nicht anders verdient, als Schmach und Schande zu erfahren. Nicht wahr? Und wir haben ja nun auch die Situation, dass hier ein Schwerstverbrecher aus Illerkirchberg
der verurteilt wurde aufgrund einer begangenen Vergewaltigung, dass der wieder auf freiem Fuß sich befindet. Das ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Ja, ich verstehe das gut, dass menschenrechtlich betrachtet die Abschiebung in schwierige Staaten, zum Beispiel Afghanistan, menschenrechtsmäßig wirklich schwierig ist. Aber für viele Wähler ist irgendwo die Grenze erreicht. Denn sie sagen, es geht aber doch auch um die Sicherheit von uns deutschen Bürgern, beziehungsweise von uns Bürgern, die hier in Deutschland leben. Und da prallen ja wirklich zwei Dinge aufeinander, die scheinbar nicht zu vereinbaren sind. Italien hat ein entsprechendes Asylverfahren in den Drittstaat Albanien vereinbart. Und auch die Briten, das wissen wir ja auch, sie schieben ja mittlerweile nach Ruanda ab. Und Schweden ist ein vielleicht gutes Beispiel, ein drittes Beispiel, wie es gehen könnte. Ihr wisst ja, Baerbock wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, nach Afghanistan abzuschieben, weil dort die Taliban regieren und weil Deutschland offiziell keine diplomatischen Beziehungen zu Afghanistan unterhält. Allerdings, was liefert Deutschland trotzdem? Welche Art von Beziehung besteht tatsächlich zu den Taliban? Ja, es wird hier weiterhin humanitäre Hilfe geleistet, und zwar hier aktuell im Wert von 200 Millionen Euro. Ich muss nur mal auf den Zettel gucken, weil ich es kaum glauben konnte. Also obschon Deutschland keine diplomatischen Beziehungen hier zu Afghanistan unterhält, gelingt es doch unter dem Radar, 200 Millionen Euro an humanitären Hilfen, an Gelder hier loszutreten und sie den Taliban zur Verfügung zu stellen. Und Schweden, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel, ein vergleichbares Beispiel, denn Schweden hat auch, genau wie Deutschland, keine diplomatischen Beziehungen zu Afghanistan. Und trotzdem, sie schieben ab. Und dass selbst Schwerstverbrecher nicht abgeschoben werden, das ist wirklich unerträglich für viele hier in unserem Land. Und von daher muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Ampelregierung, die SPD, die Grünen, sie sind die besten Wahlhelfer für alle anderen Parteien. Alle anderen Parteien müssen in dieser Frage überhaupt gar nichts mehr tun. Sie können nur schmunzeln daneben sitzen und sagen, okay, macht ihr mal, ihr seid echt total verrückt. Denn was wissen wir, spätestens seit der letzten Europawahl? Die Wähler haben insbesondere diese miserable Migrationspolitik sowas von satt. Und das ist auch der Grund, weshalb es nicht nur in Deutschland, sondern europaweit diesen irrsinnigen Rechtsdruck gibt. Da darf man sich doch nicht wundern. Die Grünen bleiben sich nach wie vor treu, verlieren aber immer mehr Unterstützer, heißt Wähler. Denn die Prognosen für die kommenden Landtagswahlen, die wir jetzt ab Herbst hier haben werden, die Prognosen für die Grünen sind eine reinste Katastrophe und natürlich auch für die SPD. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wenn jetzt viele sagen, okay, dann wähle ich halt eben die CDU, wir müssen immer wieder bedenken, dass eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen durchaus für Unionspolitiker machbar sein könnte, auch auf Bundesebene. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.